Die Trolle und die Xuan-Ti haben die Festung vollkommen dicht gemacht. Ich hoffe, dass sie nur Lösegeld für unseren Fürsten verlangen, aber meine Hoffnungen schwinden schnell. Wenn es euch gelingen würde, um was Herrin Nalia euch gebeten hat, und ihr das Schloss von diesem Ungeziefer befreit, wären wir sehr dankbar. Genau wie Fürst Anris, wenn er da drin noch am Leben ist. Wie kann ich in die Festung gelangen? Nalia hat euch doch bestimmt von dem geheimen Eingang erzählt, nicht wahr? Er befindet sich im Norden der Palisade, versteckt in der Festungsmauer hinter ein bisschen Gebüsch. Fürst Anris weiß davon, ich beobachte den geheimen Ausgang, um zu sehen, ob er ihn zur Flucht benutzt. Aber ich habe nicht genug Männer hier, um eine Rettungsaktion zu starten. Die Trolle und Xuan-Ti haben das Tor zugesperrt. Der geheime Zugang ist das der einzige Weg nach drin. Am besten seid ihr vorsichtig. Wenn sie davon erfahren, werdet ihr nichts als Ärger haben. Dann mache ich mich auf den Weg. Wenn ihr in das Schloss gelangt, gibt es eine Möglichkeit, wie meine Männer durch euch helfen können. Wenn ihr die Zugbrücke von innen herunterlasst, können wir den Feind nach draußen locken und beschäftigen. Je tiefer ihr in die Festung vordringt, desto mehr Trolle und Xuan-Ti werdet ihr begegnen. Lasst die Brücke hier runter und wir werden sie ablenken. Das könnte eure einzige Chance sein. Dadurch gewinnt ihr Zeit, um nach Fürst Anis und Fürstin Delcia zu suchen. Ich schlage vor, dass ihr euch so schnell wie möglich in den Hof begebt und die Zugbrücke herunterlasst. Es ist ein Angebot, ich hasse den Gedanken, hier herumzusitzen, während jemand anderes reingeht und das Risiko übernimmt. Aber es steht euch frei zu tun, was ihr wollt. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr Säure oder Feuer dabei habt. Trolle sind mit nichts anderes zum Erledigen. Mögen die Götter mit euch sein, nehmt diese Pfeile, vielleicht nützen sie euch was. Ja, neuer Tagebucheintrag. Kult des Augenlosen, jetzt muss ich gucken, in welcher Reihenfolge. Sie hat mir von den Gefahren berichtet. 6. Tag, 0. Stunde, 9. Tag, 3. Stunde. 9. Tag, 5. Stunde. Okay. Nalia hat mir von den Gefahren berichtet, die ihre Burg bedrohen. Trolle haben die Burg gestürmt, sie werden von Schlangenwesen unterstützt. Einige überlebende Wachen haben eine Palisade außer der Burg errichtet. Nalias Familie wird möglicherweise in der Burg gefangen gehalten. Ein Diener namens Dalsen könnte im Inneren wichtige Informationen liefern, falls er noch lebt. Nalia schlägt vor, dass wir ihn drin als erstes suchen sollten. Der beste Weg in die Burg finde ich durch das Haupttor, das wahrscheinlich geschlossen ist. Nördlich der Palisade befindet sich in der Burgmauer hinter einem Busch ein geheimer Eingang. Ja. Hauptmann Arad hat mir versichert, dass er und seine Männer so viele Gegner wie möglich ablenken werden, wenn es mir nur gelingt, die Zugbrücke zu öffnen. Der Mechanismus zur Senkung der Zugbrücke befindet sich vermutlich direkt auf der Mauer der Feste und zwar oberhalb der Zugbrücke. Wo er auch hingehört. Feuerpfeile. Die gehen mal zu Nalia. Für den Fall, dass wir sie mal brauchen sollten. Wir werden auf jeden Fall eindringen und uns, naja, wir sollten uns vielleicht eher zurückziehen und uns zur Ruhe legen, als da drinnen zu schlafen. Wir können wahrscheinlich in der Palisade gut rasten. Aber erstmal gucken wir uns drin ein bisschen um und ziehen uns, wenn nötig, zurück. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal hoffentlich einen Quicksave, ein Autosave kriegen. Jo. Wir haben's geschafft. Wir sollten zuerst Dalsen finden, falls er noch am Leben ist, und uns dann in den Hof durchschlagen und die Zugbrücke herunterlassen. Mhm. Nun gut. Ich glaube, wir werden erstmal das Erdgeschoss säubern. Ich bin zu allem bereit. Natürlich. Ja, der Ausgang, den müssen wir auch erst wieder. Ja, was möchtet ihr? Hier ist schon mal niemand. Einfach fragen. Das ist fast unter meiner Würde. Sprecht, hätte ich auch gemacht. Wie kann ich am nützlichsten sein? Wir müssen aber auch aufpassen, ob nicht hier irgendwo Fallen hingelegt wurden. War's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. Das ist mal nett. Pfeile, die wir mal wieder nicht identifizieren können.
Okay. Genauso wie Bolzen und noch mehr Bolzen und eine leichte Armbrust. Und was ist das? Ein Abwehrtrank. Davon haben wir doch schon einen irgendwo. Leichte Armbrust plus 1. Kann verkauft werden. Das können wir alles nicht identifizieren. Das Ding kann auch verkauft werden. Wie kann ich helfen? Werde ich gebraucht? Ich werde tun, was ich kann. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Flammenhände, Heiltrank. Schleuderkugeln hast du einmal, ja. Sehr viele Heiltränke, sehr gut. Ja, wenn wir ein bisschen angeschlagen sind, können wir auch mal einfach Heiltränke trinken. Die heilen ja nur 9 Lebenspunkte. Fragt nur. Erzählt mir mehr davon. Und ja, so wie es aussieht, sind wir noch gar nicht mal richtig in der Burg drin. Oh. Ein Diener und ein Troll. Nein, ich flehe euch an. Keine Bestrafung mehr. Für die Gefallenen. Okay, der hat gerade den armen Mann umgeboxt. So, den Troll kriegen wir tot. Flammenschlag werde ich hier drin jetzt nicht machen. Ich bin zu allen bereit. Du hast die meisten. Ich glaube, deine Bällchen hier, die brennen nicht mehr, oder? Nee. Der Gegner leidet leider keine Verbrennungen mehr. Na gut, ich könnte es mal ausprobieren, natürlich. Einfach, ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. Wie kann ich am nützlichsten sein? So, gucken wir hier erstmal nach Fallen. Wenn ich doch nur so viel für alle anderen Bedürftigen tun könnte. Ich versuch's ja so sehr. Schleuderkugeln, ein Ring und Kugeln plus 1. Ein Ring und Wurfpfeile. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Noch ein Ring. Das ist verschlossen. Mehr Wurfpfeile plus 1. Mehr Kugeln, Bolzen und noch mehr Bolzen, die wir nicht identifizieren können. Gut. Kugeln. Ja, keine große Herausforderung. Oh, auf dem Tisch sind rote Kugeln. Schutz vor normalen Waffen. Grad 5. Haben wir geschafft. Fragt nur. Gut, damit hätten wir unseren ersten Troll ausgeschaltet. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Fräulein, also das ist Dalston. Fräulein Lania, was macht ihr hier? Wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr noch nie bei den Dienstquartieren. Danke, Dalston, aber das geht nicht der Augenblick für Heimlich... Danke, Dalston, aber das ist nicht der Augenblick für Heimlichkeiten. Diese Leute sind nicht meine Familie, sondern meine Mietlinge. Keine Geheimnisse, also. Wie ihr wünscht, Fräulein Nalia. Mietlinge, danke. Bitte keine Unterwürfigkeit wegen mir. Mein Tantchen mag vielleicht kriegerische Diener, ich jedoch nicht. Warum lasst ihr diesen Mann für euch liegen? Was habt ihr zu verbergen? Ihr gebt euch mit diesem Stalljungen ab. Was hat er einer Frau eures Standes zu bieten? Ihr geht öfters zu den Ställen, oder? Ich nehme an, ihr bevorzugt die Gesellschaft gemeiner Leute.
Ich halte mir überhaupt keine Diener. Es ist besser, wenn die Leute für sich selbst arbeiten dürfen. Eine putzige Idee und ich würde sie sogar unterstützen. Ich denke jedoch, dass es schwerfallen dürfte, die alte Schule von den Vorteilen eines solchen Wechsels zu überzeugen. Die Diener selbst können auch betroffen sein. Würden sie die Last der Verwaltung begrüßen? Es könnte vielleicht ein Versuch wert sein, wäre hier aber bestimmt nicht sehr beliebt. Ich fürchte, Tantchen steht solchen Ideen wenig aufgeschlossen gegenüber. Sie gehört zur alten Schule und glaubt, dass man die niederen Klassen nicht oft genug an ihre Stellung erinnern kann. Ich bin da anderer Meinung. Stimmt, sie ist eine ziemlich eingebildete alte Dame, oder? Wir haben für sowas wie sie in der Tat eine Art Sprichwort. Das südliche Ende eines nordwärts gehenden Ogers. Das Dalton. So redet man nicht von ihr. Ich bitte vielmals um Entschuldigung von ihr. Ich wollte nicht. Ganz sicher nicht. Ungeachtet ihrer Haltung ist sie immer noch eine Adlige dieses Hauses. Nun gut, wir müssen uns dann machen, diesen Ort vor allem für meine Familie zurückzuerobern. Ich habe Neuigkeiten von Ihnen, Frau Nalia, obwohl es nicht unbedingt gute sind. Fürst Anis war heute Morgen noch am Leben und ich habe gesehen, wie ihn ein großer Troll, den größten, den ich je gesehen habe, in die Burg geschleppt hat. Wahrscheinlich haben sie ihn hinuntergebracht in den Keller. Es sind ganz einfach nur Keller. Ich lasse nicht zu, dass man sie trotz ihrer Geschichte heute anders nennt. Das ist ein Befehl meines Vaters. Ja, Fräulein Nalia, er hat tapfer gekämpft, aber er hat es nicht bis zu seinem Morgenstern geschafft, weil wir vielleicht nicht genügend Teil dafür finden können. Eines davon soll hier irgendwo versteckt sein, aber er hat es niemandem verraten, wo. Ich habe die Waffe niemals in Aktion gesehen. Er hat auch nie gesagt, warum er sie nicht öfters trägt. Wir sollten nach ihr suchen, wenn er sie nicht bei sich hatte. Er wurde also in den Keller gebracht. Wir wünschen Fräulein Nalia. In der Tat, ihr seid ein guter Mann, Dalton. Genug geredet, wir müssen weiterziehen, bevor wir entdeckt werden. Wir müssen weiterziehen, wenn wir hier durch sind, sollten wir zu diesen Kellern kommen. Um euren Vater zu retten, muss ich wissen, wie viele Gegner uns erwarten. Noch mehr Narren zu netten? Wunderbar, habt ihr vielleicht noch etwas zu sagen, das uns nützlich sein könnte? Wie viele Gegner? Ich habe so um die 30 Trolle gesehen. Sie kommandierten etwas namens Yuan Ti, aber ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Wirklich seltsame Dinge, aber hier ist alles seltsam. Die Trolle geben den Yuan Ti Befehle, ist es nicht normalerweise andersrum? Sie scheinen ihnen aus dem Weg zu gehen, um die Burg nicht zu beschädigen. Ich habe zwar noch nie von umsichtigen Trollen gehört, aber vielleicht gefällt es ihnen im Keller ja besser. Der Keller ist? Genug davon, ich werde es erzählen. Dieser Keller ist ein Relikt, ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen unsere Familie nicht so fürsorglich war, wie sie hätte sein sollen. Nun, ich werde eure Wünsche respektieren, aber ich werde euch nicht tarnen lassen. Nennt es, was es wirklich ist. Wie könnt ihr es wagen? Ich habe so viel getan, um Wiedergutmachung zu leisten. Nein, nein, ihr habt recht. Der Keller ist ein Kerker. Mein Vater hat ihn zumauern lassen, aber er wurde oft benutzt. Ich werde nicht zulassen, dass er erneut als Kerker verwendet wird. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Wie konnten Sie, Dalton? Habt ihr diese Monster etwa von den Kellern erzählt? Niemals, Frau Nalia. Sie haben für mein Leben nur geringe Dienste erhalten. Ich würde niemals... Fein, ich glaube euch. Aber woher wussten sie es? Vater hätte es nicht verraten. Komm, wir müssen gehen. Dalton bereitet alle anderen, die ihr findet, darauf vor, den Dienst wieder aufzunehmen. Jawohl, Nalia. Oh, da war auch noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es helfen wird, aber ich sollte es wohl sagen. Dieser große Troll hat eine Horde hässlicher Monster bei sich, die wie verrückt graben. Ich musste sie füttern und sie lassen nichts zwischen sich und ihr Futter kommen. Sie verließen ihre Posten für die Hundesuppe, die ich machte. Musste 4 Hunde pro Mahlzeit töten. Ekelhaft. Sie bewachen die Haupthalle des Kerkers, aber sie werden in einer Zelle gefüttert, südlich der Halle hinunter im hinteren Teil des Raumes, in den sie zuerst eingebrochen sind. Ich wollte euch nur vor ihnen warnen, sie hätten mich beinahe getötet, dabei habe ich doch nur das Futter in ihre Zelle geworfen. Ich zählt sie von ihrem Futter ab. Danke, Dalton, und verschwindet von hier. Ich will nicht, dass ihr verletzt werdet. Ja, Fräulein Nalia, noch etwas, bevor ich gehe. Denkt daran, gegen gefallene Troll Feuer einzusetzen, oder ihr werdet sie oder sie werden wieder aufstehen. Ja, gut. Eine Geheimtür. Ich gucke mir noch ganz kurz hier die Dinge an. Oh, hier sind noch mehr Feuerpfeile und ein guter Stab und gute Kugeln und sonst was. Und wenn ich richtig gesehen habe, ist das eine sogar ein Speer +1.
Den würde ich gerne Yahira geben, aber die hat ja eher Kampfstäbe. Ein super Langbogen, Pfeile. Ein paar Bolzen, okay. Um es identifizieren, mache ich mich in der nächsten Folge. Ich speichere nämlich jetzt erstmal wieder. LP008 speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.